ein Plakat, ein Tweet, ein Flyer, eine Internetseite oder ein Smartvote. Welche Rolle spielen die verschiedenen Kommunikationskanäle und haben sie dort den gleichen Effekt? Für das zu erfahren, gehe ich zum Politanalyst Marc Balsiger. Marc Balsiger, der Wahlkampf findet sowohl auf dem Papier statt, mit Flyer und Inserat, aber auch sehr viel im Internet, auf Social Media und so weiter. Aber welche Unterschiede gibt es da dazwischen und gibt es da eine bessere Strategie? Ihr sagt schon, es ist eine unglaubliche Vielfalt von Möglichkeiten in einem Wahlkampf. Entscheidend ist, dass die kandidieren, ganz frühzeitig entscheiden, welche Teile sie nehmen. Und dort sollen sie das intensiv über eine längere Zeitspanne heraus machen und eben auch mit Herzblut. Das ist entscheidend. Social Media ist im Moment sehr hoch im Kurs. Müssen da alle Kandidierenden drauf sein? Es wird immer mal wieder behauptet, dass Wahlen im Netz entschieden werden. Das können wir bis jetzt nicht nachzeichnen. Es gibt immer noch genug andere Möglichkeiten, um sich bekannt zu machen, damit man eben gewählt wird. Aber es ist natürlich schon in der Tendenz sind das Element im Netz, wo immer noch wachsen, wo man auch durchaus innovativ kann in Austausch mit den potenziellen Wählerinnen und Wählern treten. Ich bin auf Facebook und habe geschaut, nach Profil. Ich bin von Erich Fehr. Es ist sehr auf einen Wahlkampf ausgelegt, wo er Beiträge schaltet, wo man sieht, am Wahlkampf Zbrück oder wo Testimonials und so weiter von anderen Persönlichkeiten. Ist das eine gute Seite? Sollte man so vorgehen? Der Erich Fehr hat sich entschieden, dass er seine Facebook-Seite braucht, ausschließlich für einen Wahlkampf. Und er zeigt, wo er unterwegs ist, wer ihn unterstützt. Das macht er aber leider noch nicht sehr lang. Und wegen dem hat er natürlich die Community nicht systematisch aufbauen können. Und er zeigt auch zu wenig von seinem Profil, das sind Negativpunkte. Ganz anders ist beim bisherigen Regierungsrat Christoph Neuhaus. Man sieht ihn mit seinen Hüngen, mit Freunden und hier wieder Hüngen. Also lauter Tier, also sehr viel ins Privatleben, einen Einblick geben. Hilft das einer Kandidatur? Der Regierungsrat Neuhaus ist genau das Gegenteil von Erich Fehr, den wir vorhin das Profil angeschaut haben. Das heisst, er macht sehr viel Human Touch. Er zeigt ausschließlich sein Privatleben, sein kleiner Bauernhof. Und das sind natürlich die Jö-Bilder, die man regelmässig sieht bei ihm. Seit vielen Jahren, wenn ein Lämmli auf die Welt kommt, hat das natürlich ganz einen anderen Effekt bei den Leuten, die einfach so auf Tempo am Morgen beim Kaffee trinken, irgendwie durch die Profile durchschlätzen. Und wegen dem hat er viel mehr Interaktionen wie der Erich Fehr. Aber eben, es ist die private Seite und er zeigt nichts von der Politik. Mhm. Jetzt, gewisse haben ja eine Internetseite, eine persönliche. Das haben aber nicht alle. Ist das aber nicht ein Muss im 2022? Seit etwa 20 Jahren sagt man, dass zu einem Wahlkampf, der ernst gemeint ist, eine Webseite gehört, die aktuell ist. Hier im Kanton Bern sehen wir einen massiven Rückschritt, dass eine Mehrheit von denen, die kandidieren, gar keine haben oder eine, die komplett eingerostet ist. Das ist bedauerlich, weil es ist wie eine digitale Visitenkarte. Die darf keine Eselsohren und keine Kaffeeflecken haben. Eine andere Visitenkarte ist ein Smartvote, das seit rund 20 Jahren existiert. Da können alle eigentlich ihre politische Meinung, Einstellungen mit denen von den Kandidierenden vergleichen. Hilft es denn auch wirklich den Leuten, eine Entscheidung, eine Meinung zu bilden? Smartvote ist sehr populär. Auch das hat sich durchgesetzt, dass unglaublich viele, die wählen gehen, das Tool nutzen, wo ihr eigenes Profil zuerst erarbeiten und dann vergleichen mit denen, die kandidieren. Und das ist natürlich eine gute Unterstützung, um zu wissen, welche Richtung, wenn man dann effektiv die Stimme geben soll. Und man weiss aufgrund von Erhebungen, Kanton Zürich, kantonale Wahlen 2019, hat man herausgefunden, dass Smartvote das fünftwichtigste Mittel ist. Also das hat einen Erfolgsfaktor dahinter. Zum Schluss, wir haben viel über soziale Medien geredet. Aber es gibt ja eigentlich immer noch die traditionellen Medien wie Zeitungen oder Fernsehen. Welche Rolle spielen die eigentlich noch in einem Wahlkampf?
Die ganz klassischen Mediengattungen sind immer noch am wichtigsten. Auch das wissen wir aufgrund von Erhebungen. Konkrete gedruckte Zeitungen, also in eurem Sendegebiet Biel Tagus, Journal du Jura, sind am wichtigsten. Auf Platz 3 kommen nachher Fernsehsendungen. Das heisst, trotz all dieser Konkurrenz, die es gibt, aus dem Netz, aus Facebook angeschaut, Twitter und so weiter, sind die seit Jahrzehnten da sind, immer noch mit dem grössten Stellenwert da. Merci, Marc Walsicher, für die Erklärung auf den verschiedenen Kommunikationskanälen. Nächste Woche geht es um die grosse Anzahl Kandidierenden für den Grossrat. Wollen die alle ins Parlament oder sind es eher Listenfüller?